Pornos, Sex, Männer und Frauen. Der Piccolo Jugendclub macht sich so seine Gedanken. Im neuen Stück Boys Don't Cry untersuchen 13 junge Menschen Rollenbilder und Sexualität in der modernen Gesellschaft. Ihre Gedanken präsentieren sie in der Geschichte um Marvin und Michelle. Dabei spielt jede mal Marvin und jeder mal Michelle. Seit Monaten haben sich die Jugendlichen zusammen mit Spielleiter Matthias Heine damit beschäftigt. Dabei haben sie das Drehbuch zu Marvin is a Frog von Piccolo-Theaterschauspieler Daniel Rattay als Grundlage genommen. In der Vorproduktion kam es zu vielen Diskussionen. Dabei ging es auch um aktuelle Themen, mit denen jeder irgendwann schon mal konfrontiert wurde. Zum Beispiel auch um die Frauenquote in Politik und Unternehmen. Da gab es halt auch so die Debatte von wegen, ja, wäre es denn so viel besser, wenn mehr Frauen da drin sind oder was würde sich denn verändern? Und das war schon so ein kritischer Punkt, wo halt die Meinungen sehr weit auseinander gingen. Wir haben auch einen Artikel zum Beispiel gelesen im Zusammenhang mit dem Stück, wo es um die Rolle von Frauen generell geht, auch im Zusammenhang mit Pornos und inwiefern das halt das Gesellschaftsbild prägt und auch Männer an sich prägt. Und darüber haben wir auch sehr viel diskutiert, weil wir ja jetzt wirklich beide Seiten auch haben. Wir haben hier die Mädchen, wir haben hier die Jungs, die was dazu sagen können. Wir kennen uns alle schon eine ganze Weile, dadurch ist es auch oft sehr offen und man kriegt halt viel von beiden Seiten mit und kann das sich da nochmal austauschen. Alles Themen, über die man auch überhaupt erst einmal bereit sein muss zu sprechen. Spielleiter Matthias Heine stand den Jugendlichen dabei zur Seite. Durch viele Diskussionen ist nach und nach das Stück entstanden. Dadurch, dass wir viele Mädchen in der Gruppe haben, ist es ganz spannend, wenn die diese Jungsthemen verhandeln. Dann bricht sich das nochmal auf eine ganz besondere Weise, wie ich finde. Und wir untersuchen da eigentlich was ganz Archaisches irgendwie. Das hat man auch gemerkt in der Auseinandersetzung mit den Jugendlichen. Ist halt nicht so einfach. Wer will sich schon als Junge mit 16 oder 17 sagen lassen, es könnte jetzt hier irgendwie ein Problem geben mit Männlichkeit? Dann hat man ja erstmal Lust zu sagen, hier gibt es überhaupt kein Problem oder so. Ja, und da gibt es zwar eine ganz spannende Auseinandersetzung und das zeigt auch das Stück. Und da haben wir keine Lösung oder keinen Merksatz am Schluss zum Aufschreiben, sondern wir versuchen da was anzuschauen. Männlichkeit, Gefühl und Identität. In Boys Don't Cry zeigen die Jugendlichen des Piccolo-Theater-Jugendclubs ihre Sicht auf die Dinge.